Ihr Land, die grüne Insel. Wunderschön, aber auch ganz schön einsam. Deswegen gibt es ihn hier, Willie Daly, den letzten Heiratsvermittler Irlands. Mit seinem alten Glücksbuch soll er schon 3000 Ehen gestiftet haben. Darin hat er die Nummern von unzähligen Singles gesammelt. Treffen kann man ihn im kleinen Örtchen Listun Varna. Und so pilgern 80.000 Menschen aus aller Welt den September über zum Matchmaker Festival. Ich will rausfinden, warum vertrauen diese Menschen in Zeiten des Online-Datings einem alten irischen Farmer? Wenn du einen netten Ehemann für 10 Euro bekommst, ist es doch nicht schlecht. Oder ist das hier ein Geschäft mit der Verzweiflung? Aber es klingt, als würdest du sie mögen. Oh ja. Außendienst als Matchmakerin. Ich treffe Willie Daly auf seiner Farm an der Westküste Irlands. Daly ist 76. Schon sein Großvater war Matchmaker. Damals hatte noch jeder Ort seinen Heiratsvermittler, damit die Männer auf abgelegenen Farmen auch die Chance hatten, eine Frau zu finden. Die Leute saßen teilweise 1,5 Stunden bei meinem Vater. Ich wollte nicht, dass es so zeitintensiv ist, also habe ich das Matchmaking Festival erfunden, um die Leute schnell zusammenzubringen, damit sie schnell heiraten. Die alten Schilder rund um seine Farm stehen aber noch. Und so kommen nicht nur die Einheimischen zu ihm. Sein Kuppeltalent hat sich mittlerweile weltweit herumgesprochen. Heute sind zwei Single-Damen aus Liverpool gekommen. Für sie hat der Matchmaker sofort die Nummer eines einsamen Handwerkers parat. Ich denke, ich habe da eine gute Frau für dich gefunden. Hallo. Direkt werden die wichtigsten Fragen geklärt. Familienstand und Beruf passen. Und wie groß sind Sie? 1,70. Groß genug. Findet Jen Conroy aber nicht. 1,70 ist ihr zu klein. Das war leider kein schnelles Match. Beide Frauen sind Krankenschwestern und haben im Internet vom Matchmaker gelesen. Er ist ihre Hoffnung, nach vielen schlechten Erfahrungen mit vermeintlichen Single-Männern. Haben Sie sowas oft erlebt? Ja, vor allem beim Online-Dating. Sie sind alle verheiratet und nur auf der Suche nach einer Affäre. Einer von 10 Iren hat ein Profil bei der größten Dating-App Tinder. Weltweit sollen 400 Millionen Menschen ein Profil auf einer Online-Dating-Seite haben. Die meisten davon in den USA, dicht gefolgt von China. Deutschland steht auf Platz 4 in Sachen virtueller Liebe. Ein Markt, mit dem viel Geld zu verdienen ist. Bei Willie Dalys Matchmaking-Festival läuft alles noch ganz analog ab. Gegen Abend füllt sich die Matchmaker-Bar mit hunderten Singles. Sie alle füllen ein Formular aus mit Infos zu ihrem Traumpartner. Dann werden sie entweder direkt auf dem Festival vermittelt oder bekommen in den nächsten Monaten einen Partner vorgeschlagen. 20 Euro werden sofort fällig. Ich kann nicht glauben, wie viele Leute kommen und zahlen. Alle mit einer Geschichte im Gepäck. David Annay ist Farmer und sucht eine Frau. Was für eine Frau suchen Sie? Eine nette. Nice one. Auch er hat schon schlechte Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Da hatte ich eine Philippinin. Sie hat 4.500 Euro von mir genommen. Es kam dann raus, dass sie eigentlich ein Mann war. Sie war ein Mann? Ja, das hat die Polizei rausgefunden. Willie, ich hoffe, du kannst David helfen. Sind Sie denn Single? Nein, ich bin verheiratet. Tut mir leid. Das ist aber schade. Im 19. Jahrhundert war das Leben für irische Farmer sehr einsam. Fernab der Städte war es schwierig, eine Frau zu finden. So freuten sie sich jedes Jahr auf den September. Wenn die Ernte eingefahren war, trafen sich die Farmer beim Viehmarkt in Listun Varna. Händler brachten sich als Kuppler ins Spiel. Sie kamen im Land herum und wussten so von einsamen Witwen und heiratswilligen Töchtern. Und neben einem neuen Pferd fanden die Farmer so womöglich auch eine Frau. Aus dieser Tradition ist das größte Single-Treffen Europas entstanden. Nebenan sitzt derweil Christina aus Bremen. Sie ist großer Irland-Fan und sucht explizit einen irischen Farmer. Willie Daly wittert ein schnelles Match. Warum ein irischer Farmer? Ich wollte schon immer auf einer Farm leben. Nein. Schade, ja. Zahlen muss
muss sie trotzdem schon mal. Ich merke, Daily will nicht nur schnell Ehen stiften, sondern auch schnell Bargeld sehen. Allein 10 Euro kostet es, das zerfledderte Glücksbuch anzufassen. Lange sitzen bleiben ist nicht gewünscht. Die nächste kommt schon. Ich schätze, dass Daily pro Abend 2000 Euro Cash macht. So langsam wird der Alkoholpegel immer höher, die Hemmschwelle sinkt und die Pärchen finden sich von ganz alleine. Am nächsten Tag bin ich mit Sue und Jen verabredet. Ich bin gespannt, wie ihr Abend noch lief. Was denken Sie über die irischen Männer? Sie sind sehr nett und freundlich. Sie wollen einfach nur tanzen und glücklich sein. Sie sind tolle Männer. Dieses Mal habe ich nicht den richtigen gefunden, aber ich werde es nochmal versuchen. Ich glaube, das Matchmaker Festival ist einfach eine große Party, auf der man, wie auf jeder Party, die große Liebe treffen kann oder eben auch nicht.